Bundespräsident Johann Schneider-Ammann ließ es sich nicht nehmen, persönlich am Eröffnungsanlass von Nest dabei zu sein, diesem innovativen Technologiegebäude, das auch schon Haus der Zukunft oder gar Oase in der Wüste genannt wurde. Das Gerüst des Hauses besteht aus Stahl und Beton. Darin ist Platz für bis zu 9 auswechselbare Module, hier noch im Bau. Forschungslabors für Bauingenieure, Architekten oder Energiefachleute, in denen nicht nur gearbeitet, nein, sogar gewohnt wird. Ein Ort, an dem Wirtschaftsleute die Ideen der Forscher hautnah erleben können. Es ist eine Win-Win-Situation, weil es die Forscher und die Unternehmer und schlussendlich die Nutzer im Markt schnell zusammenbringt und eine Brücke baut von Labor bis zum fertigen Produkt. Eines der Themen in diesem futuristischen Haus ist die Reinigung und Aufbereitung von Abwasser. Urin und Fäkalien werden schon in der Toilette getrennt. Das Gebäude ist mit 6 separaten Abwasserleitungen ausgestattet. In einem speziellen Verfahren soll aus Urin Düngemittel hergestellt werden, aus Fäkalien Brennstoff. Auch die Forschung im Bereich Holz wird bei Ness groß geschrieben. Magnetisierbares Holz, antibakterielles Holz oder auch Holz, das wasserabweisend ist, wird hier ausgetüftelt und gleich eingebaut. Also das ist gerade das, was es interessant macht. Im Labor entwickeln wir Materialien und haben meistens nur ganz kleine Proben. Dann kann sich der Industriepartner nicht vorstellen, wie das wirklich im richtigen Leben war. Und hier können wir jetzt wirklich zeigen, wie es ist, wenn jemand damit lebt, tagtäglich mit diesen Materialien in Berührung kommt und wie sich diese Materialien verhalten. Selbstverständlich, dass in Dübendorf keine Energie verschwendet wird. Was überschüssig ist, wird gespeichert oder in Wasserstoff umgewandelt und als Treibstoff verwendet. In diesem Haus wird Zukunft geschrieben.